Hallo und einen schönen guten Abend, hier spricht Maria. Heute möchte ich euch zeigen, wie man mit einem Puppet-Nalt einen Acrylnagel macht, und zwar einen farbigen. So, als erstes habe ich meinen Nagel vorbereitet. Ihr dürft nicht vergessen, Primer drauf zu tun, nur auf den Nagel, nicht hier vorne auf die Spitze, sondern nur hier. Der muss Luft trocknen, also ab an der Seite, brauchen wir nicht mehr Luft trocknen. So. Jetzt habe ich hier weißes Acryl. Tja. Das mische ich jetzt mit leicht orange-rotem Acryl. Gib mir da ein bisschen rein. So. Nach Gefühl, je nachdem, wie rot ich es haben will. Damit das Ganze ein bisschen aufgepeppt wird, kippe ich da noch so ein paar kleine Glitzerteile rein für den Nagel. So. Damit das Ganze nachher schön schimmert. Okay. Das vermische ich jetzt. Okay. Glitzert. So. Jetzt nehme ich meinen Puppet. So, bis hier oben hin muss ich kommen. Also, denkt dran, ihr müsst es so anlegen. Die kleinen Ecken, die da dran sind, sind jetzt hier oben. Nicht so rum, sondern so rum. Die Ecken sind hier oben. Okay, hier. So. Muss richtig an beiden Seiten auflegen, rechts und links. Acryl rein, Liquid rein, fächern, dass alle Luftblasen raus sind, abstreichen, ins Pulver rein, 1, 2, 3, 4, 5, ihr seht, ich habe eine schöne Kugel, diese Kugel lege ich hier drauf. Lässt sich ganz toll modellieren. So. Setze es hier an und drückt das Ganze an. Ja. Ich halte es immer so ein paar Minütchen gedrückt. So. Jetzt seht ihr, alles was hier an den Seiten so rauskommt, könnt ihr schon wegmachen. So. So, auch wenn hier oben ein bisschen zu viel ist, könnt ihr das auch schon weg rausnehmen hier. Geht ihr mal daher und nehmt das schon raus. So. So, und jetzt warten wir eine ganze Zeit. Also ich sage immer so 10 Minuten lasse ich es drauf und dann nehme ich es ab. Und dann schauen wir uns das Ergebnis gleich mal an. Wir nehmen den Puppet, einmal hier so ein bisschen nach rechts, einmal nach links und schon geht er ab. Seht ihr? Und vor allen Dingen ist es schön sauber. Braucht man nicht abzuwischen. So, jetzt haben wir unseren Nagel da. Das ist das, was ich jetzt eben rausgezogen habe. Das kann man aber so. Ich nehme mir eben eine kleine Schere und schneide das ab. So. Könnt ihr von hier richtig schön hier am Nagel entlang abschneiden. Es geht super. Braucht ja nicht so viel zu feilen. Einfach abschneiden mit der Schere hier. Guckt da von innen drauf. Dann seht ihr genau, wo eure Nagelspitze ist und abschneiden. So, jetzt müssen wir den Rest ein bisschen abfeilen. Und die Seiten drüber wischen. Hier vorne nochmal drüber wischen. Nachher könnt ihr auch noch ein bisschen mit Öl eure Nagelhaut bearbeiten. Und das ist das Ergebnis. Das Schöne dabei ist, ihr braucht den Naturnagel oder wenn ihr den weißen Nagel nicht überlackieren, ihr habt sofort einen schönen roten Nagel. Ich hoffe, ich habe es gut erklärt, sodass ihr es nachmachen könnt. Und wie gesagt, nicht so lange ins Acryl reinhalten, die Flüssigkeit, sonst habt ihr dann ja wirklich ein Gummibällchen. Wenn ihr 1, 2, 3 zählt
und dann rausnehmt, ja, so wie ich es jetzt eben vorgemacht habe, habt ihr eigentlich immer eine schöne Viskosität zum Verarbeiten. Jetzt nochmal hier.